Hört man mich? Ja, sieht soweit gut aus. Wir haben auch Bild. Ach, perfekt. Genau, also wir kommen zu meinem Vortrag DNSSEC und dann. Also es geht um die Vorstellung von DNSSEC und um Implikationen daraus, sowohl positiver als auch negativer Art. Ja, kurz der Aufbau. Ich werde erstmal dennoch, weil vielleicht noch nicht alle mit DNSSEC vollständig vertraut sind, die sich hierher begeben haben, die Grundlagen durchgehen. Was ist das? Warum macht man das? Wie funktioniert das? Ein bisschen auf die technischen Details eingehen. Also was wurde dafür genau eingebaut? Was hat sich geändert gegenüber dem DNS, was seit vielen Jahren eigentlich sehr fest konstant war? Dann ein bisschen darauf eingehen, was muss man machen, wenn man das selber einsetzen möchte? Sowohl validierend als auch als Betreiber einer Domain. Ja, dann Fun and Profit, also was passiert so Lustiges und wie kann man es exploiten? Und dann wird noch im Prinzip das und dann erledigt. Das ist nämlich, was bietet uns DNSSEC an Möglichkeiten, die wir vorher gar nicht hatten, an gesicherter Infrastruktur, an neuen Möglichkeiten, Daten zu verteilen. Ja, und dann Links und Hinweise auf den Workshop, den ich danach veranstalte, gebe ich auch vorher schon mal. Der findet nicht nach diesem Talk direkt statt, weil Leute wollten auch den Vortrag nach DNSSEC, der zum Thema TLS ist, hören. Der passt auch ganz gut. Sondern nach dem TLS-Vortrag gehen wir einfach in den Shared-Space. Da kann man gemütlich dann hinsetzen, ein bisschen ausprobieren. Steht aber auch auf der letzten Folie nochmal. Also, warum DNSSEC? Im Prinzip entwickelt wurde das Ganze, weil bei DNS das Thema Spoofing immer problematischer wurde. DNS ist UDP-basiert. DNS-Caching-Resolver lassen sich mit böse geformten Paketen dazu bringen, falsche Daten zu cachen. Das wurde auch in der Praxis real dann immer häufiger genutzt, nachdem da immer bessere Methoden bekannt wurden. Und man wollte halt verhindern, dass Antworten aus dem DNS von beliebigen Leuten verändert werden können und Facebook dann plötzlich bei Facebook RU landet oder sowas. Dabei hat man eben eine Infrastruktur erschaffen, die DNS absichert und das ermöglicht, auch andere Daten sicher im DNS zu verwalten. Und deswegen gibt es jetzt auch viele Drafts, RFCs, die neue Records im DNS vorschlagen, um dort Informationen abzulegen. Ganz wichtig an der Stelle ist, DNSSEC heißt zwar DNSSEC, aber es verschlüsselt nichts. Das heißt, eure Anfragen laufen weiterhin ganz normal durchs Internet, die können gelesen werden, die sind nicht wie ein TLS oder ähnliches verschlüsselt, die sind lediglich signiert. Es hilft einem also nichts im offenen WLAN, wenn derjenige nicht möchte, dass man sieht, dass man auf irgendeine Pornoseite zugreift oder am Ende auf die Firmenseite oder ähnliches. Es hilft auch nicht, sich gegen Denial of Service zu schützen. DNS ist ja durchaus bekannt geworden als Amplifier für Denial of Service Attacken. Betreiber von Zone-Servern sind damit auch Multiplier in diesem Denial of Service Netz geworden. Da hilft DNS ja gar nichts gegen. Wie der nächste Punkt sagt, eher das Gegenteil ist der Fall. DNSSEC macht es fast angreifbarer und besser geeignet. Ja, was ist DNSSEC? Das Ganze ist hierarchisch, das heißt, es gibt ein, wie das DNS selber ist streng hierarchisch, es gibt die Punktzone, die ist ganz oben. Unter der Punktzone sind die Second-Level-Domains, wie zum Beispiel die Länder-Domains und die ganzen tollen neuen Domains. Und das ist eben hierarchisch von oben nach unten aufgebaut und genauso läuft die Signatur. Die Root-Zone ist signiert, noch nicht so lange, aber seit 2010 jetzt dann doch. Und von da geht es runter zu den Länder-Domains und so weiter. Um das zu erreichen, wurden neue Records eingefügt, eben Schlüssel, Signaturen und was man so braucht. Und es wurden ein paar Erweiterungen im DNS-Protokoll vorgenommen. Das bedeutet, es mussten Flex eingeführt werden, damit die Server sich mitteilen können, ich kann das und so weiter. Das heißt, es ist nicht mehr so kompatibel mit der Infrastruktur, die man für DNS jahrelang benutzt hat. Davor war DNS eigentlich immer konstant. Das Protokoll hat sich nicht geändert, die Software hat sich weiterentwickelt, aber im Protokoll war nicht viel. Mit DNSSEC wurde doch einiges verändert. Das heißt, man braucht auch neue Softwareversionen. Man kann nicht mit seinem Uralt-Bind aus dem Jahr 1990 DNSSEC machen. Was bei dem Design von DNSSEC ganz relevant war, die wollten das Offline-Signing tauglich haben. Das heißt, es muss kein Server wie bei TLS oder sowas in dem Moment live Schlüssel zur Verfügung haben, wo man eine Verbindung zu ihm aufbaut. Sondern man signiert eine Zone und man signiert Records mit Schlüsseln und dann kommen fertige Records raus. Die sind aber einfach Hexstrings wie ein normaler DNS-Record. Das kann man theoretisch auf seinem Rechner ohne Internet machen und dann per Diskette zu seinem Nameserver bringen. Ist natürlich in der Praxis nicht ganz so praktikabel, aber man kann es zum Beispiel für die ganz wichtigen Schlüssel machen
und für die öfters geänderten, die jetzt irgendwie die aktuellen Einträge signieren, da kommen wir später noch drauf, die macht man halt dann online. Aber es ist jedenfalls so designed, dass da nichts live signiert werden muss und dass kein Schlüsselmaterial auf irgendwelchen Online-Internet-Servern erforderlich ist. Das ist soweit eigentlich ganz gut, hat aber auch ein paar Nachteile, die auch zu einem der größten Nachteile von DNSSEC nachher führen. Ja, wem vertrauen wir, wenn wir DNSSEC benutzen? Das ist so eine schwierige Frage, weil irgendwie muss man immer vertrauen und hier vertrauen wir als erstes mal den Amerikanern. Den vertrauen wir aber heute nicht mehr so viel. Jedenfalls der Punkt ist, die ICANN sitzt da ganz oben drüber auf der Root-Zone und die hat den Schlüssel für die Root-Zone. Das heißt, die ist in der Lage, Subzonen von Root, also DE und so weiter, zu signieren. Den Signaturprozess macht VeriSign, den Schlüssel hält die ICANN. Und man selber hat in seinem Resolver, den man benutzt, eben im Prinzip den Public-Schlüssel, den die ICANN hat, gespeichert als einzigen Anker in dieses ganze System. Also ähnlich wie man in seinem Browser Zertifikate von VeriSign und so weiter hat, hat man hier einen Trust-Anchor, der einen auf diesen einen Schlüssel verweist, sodass man sicher weiß, der stimmt. Und von da an ist dann alles signiert und kann dynamisch verändert werden. Was die ICANN gemacht hat, um ein bisschen das Vertrauen in dieses ganze Verfahren zu stärken, die machen eine ganz tolle Key-Signing-Ceremony. Jedes Mal, wenn sie da neue Schlüssel erzeugen, kann man sich auch Videos anschauen. Da gibt es an zwei Enden des Landes Data Center, wo dann zwei Tresore sind, wo sich Member aus der Community mit Keycards autorisieren. Da sind dann so viele von so vielen nötig, um da schön Security Theater zu veranstalten. Wirkt eigentlich auch gar nicht so schlecht. Das Verfahren ist als solches gut. Aber ob man jetzt völlig vertrauen kann, dass VeriSign nicht in der Lage ist, dennoch einfach irgendwas zu unterschreiben, wenn die Regierung ihnen sagt, unterschreibt uns das. Ich will es nicht beschwören. Naja, das Gute ist, das Ganze wird delegiert. Das heißt, die Schlüssel für die verschiedenen Zonen sind in den Händen der entsprechenden Länder NICs. Anders als bei X509, dem bisher größten verbreiteten Zertifizierungssystem, wo letztendlich jede CA, die euer Browser hat, und ihr könnt mal durchgucken, das sind einige hundert, für alle Domains der gesamten Welt Zertifikate ausstellen kann. Das heißt, auch eine deutsche Bank, die beim deutschen Registrar seine Domain hat, kann von irgendeiner niederländischen CA oder noch schlimmerem ein neues Zertifikat bekommen, was ein Angreifer nutzen kann. Das ist bei DNSSEC nicht so. Da kann wirklich nur das DE-NIC Zonen unterhalb von DE signieren. Und das ist das Schöne an der Stelle, wenn wir sagen, wir trauen VeriSign nicht, wir finden aber, dass die DE-NIC ist eigentlich gut, da haben wir eh unsere Domain, die können sie sowieso spoofen, wenn sie wollen, und die sind vertrauenswürdig, dann kann ich den Trust-Anchor für DE auch in meinem Resolver verankern. Das heißt, ich habe nicht nur die Root-Zone von VeriSign, den Root-Key von VeriSign drin, sondern ich tue mir auch vom DE-NIC den Public-Key bei mir abspeichern. Und dank dieses RFC 5011, was ich da erwähne, ist es sogar so, dass die ihren Schlüssel erneuern können und sich mein Trust-Anchor automatisch erneuert. Das ist jetzt keine Common Practice, also das macht nicht jeder so, dass er sich die Länderzonen da selber als Trust Anchor verankert. Ist aber vielleicht ganz sinnvoll, insbesondere wenn man eben sagt, ich traue hier meinen lokalen Umgebungen mehr als eben der gesamten Root-Zone. Und man kann das natürlich auch noch tiefer machen. Ich könnte auch meine Firmendomain bei mir in meinem Resolver verankern, um zu sagen, meine Zone ist in meinem Griff. Das heißt, meine Hosts können dem tatsächlich trauen, was in meiner Domain gilt. Ja. Um das Ganze ein bisschen komplizierter zu machen, hat man sich überlegt, man macht da zwei verschiedene Arten von Schlüsseln. Das hat technisch keine richtige Relevanz, das müsste man nicht machen, aber es ist eben etablierter Standard. Und zwar erzeuge ich mir immer mindestens zwei Schlüssel für so eine Domain oder Subdomain. Einmal einen Key, Signing Key, den ich dazu benutze, die Schlüssel meiner Zone zu unterschreiben. Und dann einen Zone Signing Key, der von diesem Key, Signing Key unterschrieben ist. Und der dann alle Records in meiner Zone unterschreibt. Der Vorteil ist, ich lasse von der überliegenden Zone, also wenn ich eine CLD bin, lasse ich es von VeriSign, und wenn ich eine deutsche Domain habe, lasse ich es vom DE-NIC, mir nur meinen Key Signing Key unterschreiben und kann meinen Zone Signing Key dann wechseln, wie ich möchte, und kann auch diesen Key Signing Key in den Schrank packen, den Private Key dazu, und nur benutzen, wenn ich neue Zone Signing Keys erstellen muss. Das ermöglicht mir auch, dass ich für den Zone-Signing-Key geringere Bitlängen verwende. Das ist durchaus relevant, weil dadurch die übertragenen Daten kleiner werden
und weil auch der Rechenaufwand kleiner wird, den meine Resolver zu tun haben, wenn sie Records auflösen. Das heißt, da ist durchaus heute noch üblich, mit Keys um die 1040 Bit zu arbeiten, wo man sagen würde, bei TLS, Katastrophe, wird kein Verifier dir noch als okay durchgehen lassen, weil das ist ja innerhalb weniger Jahre geknackt. Das ist bei DNSSEC völlig egal. Wenn den Key jemand Jahre nachdem er benutzt wurde, knackt, die Daten sind ja eh öffentlich, das geht nur um die Signaturen, kann er damit nicht viel anfangen. Das heißt, da sind kleinere Keys, die öfters gewechselt werden, durchaus üblich, dadurch aber schnelleres Rechnen und kleinere Daten. Also, was an der Stelle ganz wichtig ist, bisschen schade, dass es ganz unten auf der Folie steht, wenn ihr sowas macht und euch Schlüssel austauscht, solltet ihr euch genau die entsprechenden Dokumente zum Thema Key Rollover durchlesen. Das heißt, da ist, wird beschrieben, Records haben eine Lebensdauer im DNS. Eure Cachings, Resolver oder Resolver irgendwo bei Providern haben eure Daten gecached. Wenn ihr jetzt einfach irgendeinen Schlüssel tauscht, kann das breaken. Und das Relevante ist, wenn das DNSSEC breakt, seid ihr vom Google Name Server aus nicht mehr auflösbar. Und den benutzen ja doch einige. Und natürlich auch von allen anderen verifyenden Resolvern. Das heißt, also, wenn man DNSSEC breakt, dann kommt da nicht irgendwie, das ist unsicher, wollen sie trotzdem weitermachen, dann ist es kaputt. Und von daher sollte man solchen Schlüsselaustauschverfahren wirklich ganz genau darauf achten, dass man das richtig macht. Meistens heißt das, ich tue erst einen neuen Schlüssel erzeugen, warte dann, bis der sicher propagiert ist, signiere dann die Sachen mit dem neuen Schlüssel, dann ist es doppelt signiert und so weiter. Aber da gibt es ausführliche Dokumente, je nachdem, welchen Schlüssel man tauscht und in welchen Szenarien, wie man da vorzugehen hat. So, einmal ganz grob so eine Struktur, wie das aussieht. Da ist jetzt oben die Root-Zone, im Prinzip dieser ganze Kasten. Der hat ganz oben einen Schlüssel, der nur auf sich selbst verweist. Das ist der Trust Anchor, den ich auch bei mir verwaltet habe. Der verweist dann tiefer auf die DE-Zone und die DE-Zone verweist dann auf die hypothetische Domain von Nordsee.de. Und so ist das eben aufgebaut. Und wenn ich weitere TLDs hier hätte, dann stände hier eben neben der EU noch NL und so weiter. Das heißt eben von oben nach unten. Und wir sehen hier auch schon, da ist eben einmal ein Schlüssel, das ist dann dieser Key-Signing-Key und ein zweiter Schlüssel, der Zone-Signing-Key, der dann den eigentlichen Rekord unterschreibt. Also im Falle der echten Domain unterschreibt dann dieser Zone-Signing-Key eben den SOA-Rekord, den A-Rekord, den MX-Rekord, was man typischerweise eben so an Records hat. Ja, wie ist das Ganze technisch umgesetzt? Das gar nicht, sagt hier vorne jemand. Ja, das stimmt natürlich. Es ist in der Tat eine Sache, die etwas langsam gestartet ist, aber ich würde sagen, seit 2012 kommt es doch richtig ins Rollen und es gibt eben auch jetzt durchaus viele Firmen, die darauf achten und wir kommen später auch noch auf ganz schöne Beispiele, die das inzwischen einsetzen. Also ich würde sagen, im Vergleich zu IPv6 ist DNSSEC momentan vorne. Na, was eher passiert, das volle Deployment oder das Ende des Öls, das ist eine andere Frage, aber auf jeden Fall vor IPv6 ist momentan DNSSEC. Genau, das eine ist, es wurden neue Bits eingeführt in der DNS-Kommunikation. Das einmal ist das DO-Bit. Das sagt im Prinzip, ich verstehe DNSSEC und das bedeutet, mir schickt eben jemand auch die entsprechenden Bits mit, die durch DNSSEC spezifiziert sind. Andernfalls sind die in Antworten nicht enthalten. Ein weiteres Bit, was ich mit der Anfrage schicke, ist Checking Disabled. Das heißt, ich habe zwar einen DNSSEC-fähigen Resolver, ich will aber nicht, dass der prüft, sondern der soll mir einfach bitte alle Daten geben, egal ob es korrekt ist oder nicht, ich prüfe selbst. Das kann zum Beispiel Software machen oder Plugins, die eben selber sinnvolle Infos ausgeben wollen. Denn im anderen Fall, wir sehen hier, das ist normalerweise heißt es, es kommt AD zurück. Das heißt, die Antwort, der Resolver, den ich benutze, sagt mir, ich habe das geprüft, das ist alles gut. Und wenn er das nicht konnte, schickt er nicht die Antwort zurück ohne AD, sondern schickt er zurück Surf-Fail. Das heißt, wenn ich mit DNSSEC meinen Resolver nach einem Rekord frage, der nicht korrekt signiert ist, weil gespooft wurde oder was viel häufiger vorkommt, weil es jemand verkackt hat, dann bekomme ich nicht eine Antwort ohne AD, sondern bekomme ich ein Surf-Fail, was quasi das gleiche ist, wie wenn die Zone völlig kaputt ist, wenn die expired ist, wie auch immer. Also ich kriege einfach gar nichts. Das heißt, wenn ich die Daten trotzdem möchte, muss ich sagen, Checking disabled, dann kriege ich die Daten trotzdem. Wie ich vorhin schon sagte, Verschlüsselung ist da nicht drin. Das heißt, es signiert nur die Daten, es signiert nicht die Pakete. Ich habe also keine Verschlüsselung zwischen mir und dem Resolver oder ähnliches. Das heißt, in der Regel macht man das lokal. Dass der Google-Resolver DNSSEC unterstützt, ist zwar toll, aber wer traut denn dem Internet zwischen sich und dem Google-Resolver? Also sprich, das ist völlig sinnlos, den zu benutzen, um DNSSEC aufzulösen. Das passiert zwar oft auch, ohne dass man es überhaupt merkt, wenn man einfach ein normales Setup hat, aber es bringt einem nichts. Dem sollte man nicht vertrauen, wenn man das wirklich einsetzen möchte, muss man es lokal machen. Genau.
So, denn die neuen Resource-Records, die eingeführt sind, sprich, das sind Daten, die ihr in eurer Zone einträgt. Das ist zum einen der Delegation-Signer-Record. Das ist das, was in einer Elternzone drinsteht, um auf euren Key zu verweisen, also auf den Key-Signing-Key in der Regel. Das ist ein Fingerprint eines Keys, also das Fingerprint eures Keys, eingetragen von zum Beispiel dem DE-NIC. Der DNS-Key, das ist euer Schlüssel selbst, den tragt ihr damit in der Zone ein. Und dann das eigentlich Wichtigste, das RR-SIG, das ist die Signatur über ein Record-Set. Record-Set ist in DNS eben alle Records eines Typs, zum Beispiel alle A-Records zu einer IP, wenn man mehrere hat, oder alle MX-Records zu einem Hostnamen, oder eben alle DNS-Key-Records zu einer Domain. So ein Set wird mit einem RR-SIG-Record von einem Key unterschrieben. Davon kann man auch mehrere haben. Wenn ich mehrere Keys einsetze, zum Beispiel während so einem Austausch, kann ich auch zu einem Record-Set mehrere RR-SIG-Signaturen haben. Aber auf jeden Fall unterschreibe ich damit eben die Records. Ja, und jetzt kommen die etwas lustigeren Erweiterungen, NSEC und NSEC 3. Die dienen dazu, Nicht-Existenz von Daten zu signieren. Da kommen wir gleich noch zu, weil das ist nämlich ein bisschen schwieriger. So, jetzt also ganz generell mal ein Ausschnitt aus dem Bild vorne. Wir haben oben den Delegation Signer, der signiert einen DNS-Key, eben meinen Key-Signing-Key. Der signiert meinen Zone-Signing-Key, der signiert einen A-Record in diesem Fall. Ja, eine Frage? Die Frage war, weil hier kein Mikrofon ist, ob sich das unterscheiden kann von der Struktur, die durch NS-Records und SOA-Records gebildet ist. Ich kann natürlich durch technische Fehler das erzeugen. Eine gültige. Na gut, ich kann im Prinzip auf einen Name-Server mit einem NS-Record verweisen, der nicht der aktuell gültige ist und auf dem trotzdem den richtigen Schlüssel hinterlegen. Aber es gibt kein sinnvolles Konstrukt, würde ich sagen. Normalerweise folgt das genau der Delegation. Genau, so sieht das dann in einer Zone aus. Also wir haben hier oberhalb der Linie, ist das alles jetzt für y.nu, aber die Records oberhalb der Linie befinden sich in der NU-Root-Zone. Sprich, da ist ein DS-Record für y.nu und eine Signatur über diesen DS-Record. Innerhalb der Zone y.nu sind jetzt zwei DNS-Keys, eben der Key-Signing-Key und der Zone-Signing-Key. Die unterscheiden sich im Wesentlichen durch diese eine Bit hier vorne bei der 257, 256. Das sind sowieso alles ganz tolle Felder, von denen eigentlich nur das letzte eine echte Relevanz hat aus diesem einen Bit, weil das andere ist das Bit 8 immer gesetzt, das andere ist immer 3, das kommt aus historischer Entwicklung, aber inzwischen ist nur noch das in Verwendung. Und hinten ist der Algorithmus, der sagt, wofür benutze ich diesen Schlüssel? Mache ich da SHA-256 mit RSA oder mache ich da DSA? Da gibt es also verschiedene Varianten, wie so ein Schlüssel eingesetzt werden kann. Genau, und das Ganze ist wieder signiert, also sprich, dieser Signatur signiert das DNS-Record-Set, dann ist hier ein A-Record und eine Signatur auf dem A-Record. Also so sieht diese Signatur innerhalb der Zone dann aus. Das müsst ihr in der Regel nicht von Hand eintippen, das macht dann die Software für euch. So, und jetzt zu dem NSEC. Da geht es um die Signatur von ungültigen Servernamen. Man will ja im Prinzip auch eine definierte Antwort haben, diesen Namen gibt es nicht, weil sonst könnte ein spoofender Angreifer zum Beispiel Namen verschwinden lassen aus einer Zone. Da aber das normalerweise im DNS eine Antwort als Fehler ist, da kommt ein NX-Domain zurück, das ist ein Error, das ist im Bit letztendlich in der Antwort, der sagt, das gibt's nicht, und keinen Resource-Record, das gibt's nicht, gibt, kann ich auch nichts unterschreiben, das gibt's nicht. Was stattdessen gemacht wird, ich unterschreibe alles, was es gibt. Das heißt, es wird eine zyklische, verkettete Liste aller Records in der Zone gebildet, über diese NSEC-Records, die sagen, nach A kommt B, nach B kommt C, nach C kommt D, nach D kommt Z. Das heißt, ich weiß, zwischen D und Z ist nichts. Und wenn ich diese Records alle unterschrieben habe, weiß ich also, okay, F kann es nicht geben, weil Läge zwischen D und Z gibt es nicht. Da ist eine Frage da hinten. Das ist nicht für den Typ, das ist für den Namen. Da steht zwar die Typen dann nachher drin, die es gibt, aber es gibt nur das, was da steht. Wenn du sagen willst, es gibt für diesen Typ keinen Eintrag, ist es in deiner Liste halt nicht enthalten. Also hier steht drin, für diesen Namen gibt es A, M, X und irgendwas, das sehen wir gleich noch. Aber du schreibst nicht, was es nicht gibt. Du schreibst einfach alles, was es gibt, in diese Liste.
ja, wer sich schon gedacht haben wird, das Problem davon ist, wenn ich so eine Liste von Records habe, kann ich die natürlich durchlesen. Das heißt, ich fange ganz oben an und weiß dann, oh, danach gibt es das erste, danach ist es das zweite. Das heißt, was wir vor vielen Jahren alle abgeschaltet haben, das Transferieren von Zonen von unseren Nameservern, ist jetzt wieder möglich, weil ich es einfach durchwalken kann. Das ist jetzt nicht schlimm, wenn man eine Zone hat, in der man den www-Server, den Mail-Server und den Nameserver hat, die www, Mail und NS heißen. Also 99% der klassischen Domainzonen für irgendeine Webseite, für irgendwas, haben damit kein Problem, weil die enthalten keine geheimen Records. Tipp, eigentlich sollte eine DNS-Zone generell keine geheimen Records enthalten. Ne, das ist zwar sowas, wo Leute dann sagen, hu, das war schon beim Zone-Transfer damals so ein Thema. Lutz Donnerhacke hat vor einiger Zeit mal geblockt, dass das alles Schwachsinn ist. Er macht das absichtlich an. Kann man doch sehen, was im DNS steht. Aber wir wissen, die Praxis ist, irgendwelche Firmen, große Firmen haben ihre ganze Büroinfrastruktur da abgelegt, weil es halt einfacher, weil die Leute den Google-Nameserver drin haben und trotzdem aufs interne Wiki sollen. Ne? Und ja, also jedenfalls, normalerweise, wenn man damit kein Problem hat, ist das NSEC durchaus eine gute Wahl. Weil wir kommen gleich zur Lösung, die hat auch Nachteile. Das ist noch eine Frage? Ist das nicht auch ein großes Performance-Problem für Top-Level-Domains mit Millionen von Einträgen, wenn sie immer die komplette Liste nach einer Änderung neu signieren müssen? Die müssen. Ist ja nicht der schnellste Algorithmus. Die müssen nicht die komplette Zone neu signieren, die müssen nur die Stelle, die sie geändert haben, neu signieren. Weil das sind, ja, das ist ja ein NSEC-Rekord für den Namen, nach diesem Namen folgt. Das heißt, diesen Rekord muss ich neu signieren, die ganzen anderen bleiben gleich. Also ich habe dann eine Änderung von 3 Records oder sowas, muss ich jetzt genau überlegen, oder 2. Halt in die Liste wird was eingefügt. Das ist nicht das Problem, es gibt aber durchaus andere Probleme mit der initialen Signierung, die mit ein Grund auch ist für die Erweiterung. Also erstmal NSEC, das ist ein Beispiel einer Zone, die mit NSEC walken kann. Die NASA glaubt, sie hat keine geheimen Records. Das heißt, da kriegt man von NASA.gov, kommt 3D-Printing NASA.gov, nach 3D kommt unterstrich SPF 4, F6 und so weiter. Und da hinten sieht man auch immer, was das jeweils ist. Das ist ein A-Record und so viel das sehen wir, ist eine Subdomain. Da gibt es also unter SPF IPv4 eine Delegation. Und so sieht das einfach aus. Immer ein NSEC-Rekord, eine Signatur für den NSEC-Rekord. Ein NSEC-Rekord, das heißt, wenn ich jetzt schon nach 3D-Printing noch 4D-Printing einfügen wollen würde, dann müsste ich diesen Rekord ändern und einen neuen signierten einfügen. Sprich, das wären 2 neue Signaturen, die ich hätte. Gut, aber wenn man jetzt nicht die NASA ist und doch was zu verbergen hat, dann nimmt man eben NSEC 3. Das ist eine Frage da hinten oder eine Anmerkung. Wieder wiederholst. Einer der Gründe, warum man das nicht haben will, ist, dass man Spam-Schleudern die Arbeit sehr viel leichter macht, wenn die meine Domains durchgehen können und jeden PC in meinem Netz anschießen können. Wenn die deine Domains durchgehen können, ja, aber wenn also wenn sie einen Walk über alle definierten Namen machen können, genau, dann haben die deutlich weniger Aufwand, damit alle Rechner, also die Botnetze haben dann weniger Aufwand, meinen Rechner anzugreifen. Also das hat schon seinen Sinn, dass man dann irgendwann mal weitergebaut hat. Ja, das hängt eben ganz davon ab, was du in deiner Zone drin hast. Wenn du zum Beispiel alle deine Hosts in einem V4-Subnetz hast, ist dieses V4-Subnetz in der Regel schneller gescannt. Wenn du ein riesiges Netz hast auf 200 Standorten und das über dein DNS leicht zu finden ist, dann ist es eben ein Nachteil. Darum sagte ich ja, wenn du eine Zone hast, die hat www, Mail und NS, dann hast du kein Problem damit. Wenn du eine komplexe Zone hast wie die NASA, ist es vielleicht nicht so geschickt. Das ist genau der Punkt. Und eben das DENIC hat gesagt, wir haben ein ganz großes Problem. Wir tun die Liste aller unserer DE-Domains seit Jahren mühsam geheim halten, weil das für Spammer interessant ist und jetzt mit DNSSEC wäre die plötzlich sichtbar. Drum hat das DENIC gesagt, wir signieren erst, wenn das verbessert ist und hat mitgearbeitet an diesem Standard NSEC 3 und in solchen Zonen ist der auch sinnvoll. Er kann auch in anderen Zonen sinnvoll sein, aber in solchen ist er auf jeden Fall sinnvoll. Sprich, in der DENIC Second-Level-Zone, wo alle DE-Domains drinstehen, wäre NSEC relativ unschön. Da hätte man mich jetzt sofort die Liste aller DE-Domains und zwar auch der, die mit DNSSEC gar nichts zu tun haben. Was die deswegen gemacht haben, ist, sie haben gesagt, wir machen nicht mehr die Namen rein, sondern wir hashen das Ganze mit SHA-1, das war damals so State of the Art. Und gegen Brute Forcen tun wir das Ganze noch mit Iterationen und einem Salt versehen. Das heißt, es wird mehrfach gehasht und es gibt einen eindeutigen Salt, damit es keine Rainbow Tables gibt. Ein bisschen verwirrend, wenn man das Ganze umsetzt und die ganzen Dokus dazu liest, vor allem wenn man Dokus liest, die vor 2012 sind und ähnliches. Diese Algorithmen für die Schlüssel, wo sagt, das ist RSA mit SHA-1 und so weiter, die gibt es dann in 2 Varianten. Einmal RSA mit SHA-1 und einmal RSA mit SHA-1 für NSEC 3. Das ist der gleiche Algorithmus. Das dient nur dazu, dass ein Resolver, der zu alt für NSEC 3 ist, weiß, das verstehe ich nicht. Bei Verfahren, die neuer sind als NSEC 3, wie zum Beispiel RSA SHA-256, was ich generell so als aktuellen Standard sehen würde, gibt es diese beiden Varianten nicht, weil der ist ja neuer als NSEC 3, das heißt, jeder, der den kann, kann auch NSEC 3. Aber das kann einem beim so Lesen von Anleitungen ein bisschen verwirren. Genau.
Das Problem ist natürlich, Brute Force ist generell weiter möglich. Und eben, wenn man seinen alten Algorithmus hat, das wird aber jetzt keiner, der das neu anfängt, haben, da muss man den Algorithmus erstmal wechseln, ehe man NSTEC 3 einsetzen kann. Na, das Ganze sieht dann so aus, also die Y-Zone zum Beispiel, die ist eine Zone, die viele Hosts enthält, weil sie auch Subdomains und so weiter enthält, das heißt, da halte ich es für sinnvoll. Da ist dann nur noch ein Hash Y-Nu und danach diesem Hash kommt dieser Hash Y-Nu. Das heißt, da sieht man erstmal nichts draus, das kann man schon durchwalken, aber bringt einem nicht so viel. Genau, die Probleme dabei ist aber nicht nur, dass man es hacken kann, sondern auch, dass es Probleme macht. Nämlich das Hashing, wo ich die Iteration und so weiter habe, muss beim Resolven gemacht werden. Das bedeutet, jemand kann mir ein Paket schicken, da steht drin, sag mir diesen Namen und dann muss mein Resolver erstmal hashen. Braucht CPU. Das heißt, mit einem einfachen Paket kann man jemanden dazu bringen, n mal zu hashen. Und das ist natürlich nicht so gut. Deswegen wurde definiert, dass die maximal zulässige Länge solcher Iterations begrenzt ist, weil das ist nicht der Betreiber des Resolvers der gleiche wie der Betreiber der Domain. Sonst könnte ich eine böse Domain erstellen, in der steht drin, 10 Millionen Iterationen sind für meinen Namen nötig und dann die Google-Name-Server ganz oft nach diesen Namen fragen. Deswegen sagt das RFC, die Anzahl der Iterationen ist begrenzt und die haben sich sowas überlegt, zu sagen, wir versuchen das so abzuschätzen, dass die Rechenkomplexität für das Hashen ähnlich groß ist, wie die für die RSA-Operation, die sowieso nötig ist. Und damit hängt das Ganze an der Länge der eingesetzten RSA-Schlüssel. Da gibt es ein RFC zu, das beschreibt es relativ genau und das sagt, bei Schlüsseln bis 1024 darf man 150 Iterationen machen, bis 2048 darf man 500 Iterationen machen und bei allen größeren Schlüsseln darf man 2500 Iterationen machen. Da 1024 die kleinste übliche Schlüsselgröße ist, gilt die 150 eigentlich nur genau dafür. Ich würde daher einen 1025-Bit-Schlüssel anlegen, dann kann man zumindest die Option haben, mehr Iterationen einzusetzen. Ist aber nicht viel schwieriger zum Rechnen. Genau. Allerdings muss man dazu sagen, es gibt ein gewisses Ungleichgewicht zwischen Angreifern und legalen Betreibern hier, weil die Angreifer haben dank Bitcoin, ASICs und so weiter inzwischen und GPUs Hashing-Hardware zur Verfügung, die macht Giga-Hashes pro Sekunde, während der Nameserver in der Regel auf normaler CPU arbeitet und einfach hashen muss. Das heißt, 150 Iterationen, das lockt, sage ich mal, keinen Hashcat-Benutzer mehr hinterm Ofen vor. Aber immerhin ein großer Vorteil, der Hash ist über den gesamten Namen, das heißt Hostname, Subdomain, was auch immer. Und damit kann man nicht einfach eine Rainbow-Table für übliche Namen bilden. Gut, das Salt gäbe es auch noch dazu, aber vielleicht hat irgendjemand benutzt alle das Default-Salt aus der Doku oder sowas. Könnte man eine Rainbow-Table für viele Domains setzen, kann man nicht. Eine Rainbow-Table hilft immer nur für die eine Domain. Damit ist sie eigentlich sinnlos. Eine Frage noch dazu? Wie interagiert das Ganze mit der Unsitte, manchmal ein und denselben Zone-File mit @origin mehrfach zu inkluden in unterschiedlichen Orten im Fully Qualified Domain Name? Geht das noch? Wenn du das gleiche Zone, das hängt natürlich von der Software ab, die du einsetzt, wenn du das gleiche Zone-File einfach mehrfach verwenden willst, aber du schreibst ja heutzutage nicht die Records selber in dein Zone-File, sondern du nutzt Bind Inline Signing. Und wenn du dann die Zone einfach kopierst, dann ist das für Bind verschiedene Dateien, du hast ja mehrfach in der Config definiert. Und dann wird er darunter dir die einfach alle für den jeweiligen Namen hashen. Genau. So, jetzt mal zur Praxis. Was müssen wir machen, wenn wir den ASIC verwenden wollen? Erstmal, ich bin Client und möchte sicher auflösen können. Wie gesagt, über das Netz macht das Ganze nur begrenzt Sinn, außer man hat ein total sicheres Netz, dem man völlig vertraut. Da kann man sich auch einen zentralen Resolver hinstellen. Aber das ist ja heutzutage, ihr macht ja auch kein Telnet in eurem LAN, obwohl ihr eurem LAN vielleicht vertraut. Also ist eher unüblich. Man würde heutzutage sich selber einen Resolver installieren. Anbauend ist da ein relativ schlanker, aber ein normaler, moderner Bind geht eigentlich auch. In modernen Distros, ich habe es auf Fedora getestet, ist es auch so schon konfiguriert, dass das direkt funktioniert. Und wenn man auf seinem Fedora einfach den Unbound installiert, hat der den Trust Anchor drin und verifiziert. Und den trägt man sich dann eben ein in der Resolve-Conf. Man enabled noch die Option EDNS0, das ist aber gar nicht so wichtig jetzt für das DNS-Sec, das ist eher für Sachen wichtig, die dann auch die neuen Records benutzen wollen, die etwas größer sind. Das bedeutet letztendlich, ich verstehe moderneres Protokoll, ich kann UDP-Pakete über 512 Byte empfangen. Weil vor EDNS0-Extension war einfach UDP 512 Byte Ende und danach muss man auf TCP fallbacken. Wäre jetzt auf dem Localhost auch nicht so schlimm, aber in der Regel setzt man das. Ganz wichtig ist, man sollte keine anderen NS als Fallback in der Resolve-Conf haben. Weil wie wir gesehen haben, na, das ist gar nicht so logisch, wie wir gesehen haben ist, man sagt, wenn der, solange meine online ist, funktioniert der. Aber DNS-Verification-Failure heißt, ich returne DNS, returne Fail. Und dann tut der Resolver zum nächsten gehen. Das heißt, bei jedem angegriffenen DNS, bei jedem ungültigen DNS, würde er halt zum nächsten gehen. Und das ist definitiv kein sinnvolles Verhalten. Und auch wenn der nächste ein verifizierender Google ist, wollte er das vielleicht nicht unbedingt.
Ja, wenn man zum Beispiel hier im Netz ist, stellt man fest, man kriegt natürlich eine neue Resolve-Conf übergebügelt, wenn man das nicht wegkonfiguriert hat. Und der Resolver hier im Netz ist auch DNSSEC-verifizierend. Das heißt, wenn man es dann auflöst, merkt man das erstmal gar nicht, ist alles noch weiterhin sicher. Deswegen CH-ADRE weg, wenn man nicht seine Software im Griff hat und ganz sicher weiß, ich habe das wirklich abgeschaltet, ich habe meinen Network-Manager, meinen System-D, meinen Pöttering im Griff. Mit CH-ADRE bin ich da erstmal sicher. Wenn ihr das eingerichtet habt, es gibt so einen schönen Testrekord, der returnt einem einen Textrekord, in dem drin steht, es war jetzt DNSSEC oder nicht. Das heißt, mit diesem Dick-Aufruf bekommt ihr eine Antwort, entweder ihr benutzt DNSSEC oder ihr benutzt es nicht. Wenn ihr das jetzt eingebt bei euch, werdet ihr wahrscheinlich bekommen, ihr benutzt das, weil, wie gesagt, der Resolver, der hier im LAN verteilt wird, DNSSEC signiert. Alternativ gibt es auch eine Webseite, die hat einen tollen JavaScript-Test, der irgendein Image lädt, wo ihr dann entweder ein böses Face kriegt oder eben, oh, alles ist schön. Also ist eigentlich relativ leicht eingerichtet. Das würde ich durchaus jedem empfehlen, einfach mal zu machen. Dann habt ihr schon mal auf eurem Client sichere Namensauflösung seid gegen komische, klassische Spoofing-Attacken gesichert. Ja, was muss ich machen, wenn ich meine Domäne sichern möchte? Ich sollte mir einen möglichst modernen Nameserver installieren, der, wenn ich es irgendwann möchte, auch NSEC 3 kann. Also so ein Bindup 9.9, vielleicht besser sogar 9.10, ist dafür gut geeignet. Oder auch PowerDNS, wenn man dynamische Sachen als Daten machen möchte. Also jedenfalls einen einigermaßen modernen Zone-Server. Ich sollte mich mit den Dokus beschäftigen. Das hier ist kein Vortrag, der eine vollständige Einführung in DNSSEC bietet, sondern wirklich mal durchlesen, was es da an How-To's gibt, überlegen, wie groß will ich meine Schlüssel machen, was will ich für Schlüssel machen. Es gibt noch Ideen, dass man sich einen Reserveschlüssel bereitlegt, dass man sich einen Offline-Reserveschlüssel bereitlegt, der schon mal signiert ist, dass man leichter wechseln kann, je nachdem, wie wichtig die Zone ist, die man betreibt. Also sprich, ob man jetzt mobile.de ist oder irgendwie meinfrickelverein.de, müsste man vielleicht verschiedene Level ansetzen, wie sehr man sich damit beschäftigt. Was relativ leicht ist, ist eben Bind Inline Signing zu verwenden. Das heißt, ich nehme so ein Bind 9.9, setze dem ein paar Schlüssel rein, mache meine Zone ganz normal und sage dem, signier die. Und sage dem meinetwegen noch, mach NSSEC 3 Records dafür. Und dann macht er die ganzen Sachen automatisch und erzeugt die auch immer neu, wenn sie aktualisiert wird. Was er nicht wirklich macht, ist der Schlüsselaustausch für einen. Da gibt es dann Pakete wie OpenDNSSEC, die dann eben auch das Ersetzen eines Zone Signing Keys durch einen neuen mit dem korrekten Verfahren, den Delays, Abwarten der TTLs und so weiter erledigen. Ist aber erstmal mehr Setup-Aufwand. Also ich würde jetzt Leuten empfehlen, die das mal ausprobieren wollen, nehmt euch so ein Bind irgendwo, macht Inline-Signing und probiert das mal aus. So, wenn ihr das bei euch lokal laufen habt für euren Zone-Server, dann ist der Punkt, ich gehe an mein Registrar. Da ist jetzt die große Frage in DE, ich würde so sagen, ein Viertel oder sowas der üblichen Registries bietet inzwischen an, so ein DS-Record zu setzen. Die es nicht im Web-Interface haben, haben es oft im Mail-Interface, sprich, ich schreibe dem Support. Ich will da was ganz Komisches, ich will dieses DNSSEC verwenden, da ist so ein Record. Und dann wird er einem eingebaut. Wenn alles nicht geht, habt ihr euch einen schlechten Registrar gesucht. Sprich, vielleicht die Domain mal umziehen. Genau. Und wer nachher einfach mal spielen möchte, ich habe, wie gesagt, die y.nu signiert, die ist relativ schön kurz. Da könnt ihr auch irgendwie einfach Subdomains delegieren, sprich irgendwo einen Server einrichten. Ich delegiere euch das, signiere euch das, dann könnt ihr mal testen. Dazu mehr im Workshop nachher. Ja. Ja, ihr sollt mir die Integration anvertrauen, zumindest eure Subdomain von y.nu. Ich glaube ja nicht, dass ihr eure Firma und eure neue GmbH darauf gründen werdet. Wobei, also verbieten will ich es euch nicht. Aber genau. So, Fun and Profit. Was sind so die lustigen Sachen, die einem dabei passieren? Das erste ist, Verifier lesen die RFCs nicht. Ich hatte hier diesen Fall, ich hatte die unglaublich hohe Zahl von 147 Iterations gesetzt. Das war noch, als ich einen Bit 1040 Bitkey sagte. Und dieser Verifier macht mir den schönen Test gelb, Fehler, weil er aus irgendeinem Grund glaubt, das Limit sei 100. Ich habe keine Ahnung, wie sie auf die Idee kamen. Vielleicht ist das ganze Code schon ein bisschen älter. Ist allerdings der Verifier, den die Menschen der NU-Domain verwenden. Sprich, die haben mir gesagt, du hast da einen Fehler. Habe ich ihnen gesagt, nee, leider, ihr habt das RFC nicht gelesen. Aber damit muss man auf jeden Fall rechnen. Also nur weil ein Verifier sagt, euer Setup ist falsch, ist nicht zwingend euer Setup falsch. Es könnte auch der Verifier einfach von 2010 sein. Oder diese Stelle des Codes. Ja, was wesentlich häufiger heutzutage ankommt, ich habe jetzt nur zwei Beispiele für, ist irgendwelche Fails von Anbietern. Das hier war ein sehr lustiger, fand ich jedenfalls. Da hat HBO irgendwie passend zu so einem Apple-Event angekündigt, wir machen jetzt HBO Now, das ist Fernsehen übers Internet. Ihr braucht keinen Kabelanbieter mehr, ihr könnt Online-Fernsehen, alles groß announced. Und die Kunden von Comcast, einem großen Kabelanbieter in Amerika, konnten auf HBO Now nicht zugreifen. Kommt durch die Verschwörungstheorie her, Comcast blockiert HBO Now. Das ist ja mal wirklich peinlich, haben die Angst vor der neuen Internetwelle und sowas, ja. Was aber wahr war, Comcast ist ein moderner ISP, der macht DNSSEC-Verifikation. Wie sinnvoll das ist, wie gesagt, ist fraglich. Man sollte es lieber selber machen. Und HBO hat toll gelauncht, aber das DNSSEC verkackt.
Ne, das heißt also nicht, die große Verschwörung war, Comcast verhindert den Zugriff, sondern Comcast ist auf modernem Stand und die haben es nicht verstanden. Es hieß dann in der Presse, sie haben es gefixt. Was sie gemacht haben, ist, sie haben den DS-Rekord aus der Zone rausgenommen. Sprich, ihre Techniker haben gesagt, wir verstehen das nicht, wir kriegen das nicht gefixt, mach das weg. Gut, kann man machen, ist natürlich das Schnellste in so einem Fall. Aber und also davon gibt es hunderte von Beispielen. Jetzt ganz neu war zum Beispiel die Kenia Top-Level-Domain. Ich fand das ganz lustig, weil auf der Mailingliste rumkam, kennt zufällig irgendwer jemanden in Kenia, die gehen nicht ans Telefon. Der DS-Rekord zeigt auf einen Schlüssel, der revoked ist und auch nicht mehr das RR-Set signiert. Sprich, die ganze Kenia-Zone war halt einfach kaputt. Und das heißt eben, jeder, der eine dort signierte Domain abruft, bekommt Surf-Fail. Bekommt nicht noch unsigniert, sondern bekommt dann nichts mehr. Ist für eine Top-Level-Domain, gut, Kenia benutzen wir jetzt hier nicht so, aber in Kenia ist das nicht gut. Also das heißt also auch wirklich, Betreiber von Top-Level-Domains laufen da ab und zu Probleme und eben genau hier, in diesem schönen Thema des Key-Rollovers, sprich, die haben diesen Prozess in irgendeiner Form falsch gemacht. Wahrscheinlich haben sie es sofort publiziert und eben einfach Schlüssel rausgenommen, neuen Schlüssel rein und das Update im DS-Rekord war halt noch nicht durch, weil das dauert natürlich logischerweise, in so einer Root-Zone wird auch nicht so oft neu geladen von den Resolvern. Deswegen gibt es eben diese genauen Verfahren, wie man dazu Rollovern hat. Gut, wird sich in Kenia jetzt auch rumgesprochen haben, schätze ich. Es kam auf der Mailingliste dann auch irgendwie mal eine Antwort, ja, ich bin ja mit den Leuten schon im Kontakt und die haben da gerade irgendwie zu viele Records und so weiter und so fort. Aber also sowas passiert immer wieder. Ich glaube, gerade Comcast als eben einer der validierenden Provider hat da auch eine Liste online, wo man da alle Fälle, die sie so aufgefallen haben, nachlesen kann. Und das sind Hunderte. Also so die List of Shame, Hall of Shame von Leuten, die DNS-Sec verkackt haben. Und ihr könnt auch dabei sein, wenn ihr demnächst das mal bei euch einbaut. Genau. Ja, was wir schon sagten, für das NSEC Walking, da kann man eben jetzt viel Spaß mit haben. Nachdem man früher mit dem AXFR sich anschauen konnte, was Leute haben, geht jetzt mit LDNS Walk. Das ist jetzt auch kein böses Hacker-Tool, sondern das ist einfach in so einem Standardpaket, das war bei mir sogar, nachdem ich mir den ganzen DNS-Utilities installiert hatte, mit drauf. Ein normales Diagnosetool. Das ist auch zum Debuggen sinnvoll, wenn du mal gucken möchtest, ob deine Records da sind, mal durchschauen willst. Und das ist durchaus noch verbreitet, weil erstens, wie gesagt, es gar nicht zwingend falsch ist, es zu benutzen. Und zweitens allerdings, weil viele auch nicht drüber nachdenken und es eben benutzen. Also, dass die NASA da 1127 für die Öffentlichkeit geeignete Records hat, bezweifle ich einfach mal. So viele Server, die man benutzt, glaube ich eher nicht. Aber vielleicht ist bei 3D-Printing NASA Gov ja auch ein interessanter Service. Muss ich mal anschauen. Gut. Wäre natürlich langweilig, wenn es das für NSTEC 3 nicht auch gäbe. Das ist allerdings jetzt ein böses Hacker-Tool, also müsst auf die Hacker-Tool-Paragraphen achten. Das dient nur den bösen Zwecken, würde ich sagen. Ist auch nicht in irgendwelchen Standarddistributionen enthalten, ist ein C-Source, der auf DNS-Curve.org runterzuladen ist. Sehr überraschend, wir erinnern uns den DNS-Curve von DJB, der meint, DNS-Curve wäre das Bessere als DNS-Sec. Kann man darüber diskutieren, dazu könnt ihr euch den Vortrag von ihm auf dem Kongress anschauen. Aber jedenfalls, der hat wohl gesagt, seht dieses Böse, so ein bisschen, sage ich mal, wie Edison, der den Elefant gegrillt hat, hat der halt gesagt, ich baue euch jetzt das Tool, dass ihr mal seht, dass dieses DNS-Sec böse ist. Was der generell macht, ist erstmal, er tut mit zufälligen Hashes in die Domain hineinfragen und hofft halt, dass er einfach damit zwischen die Hashes trifft, die es gibt. Wenn es nur eine Handvoll gibt, ist man da sehr schnell fertig. Wenn es halt eine Million gibt, dann muss man natürlich mindestens 1 Million Pakete schicken. Wer Stochastik versteht, weiß, es ist viel mehr, die man schicken muss, weil man halt immer wieder die gleichen Lücken trifft. Sprich, wenn man alle Lücken einmal getroffen hat, kann das schon sehr, sehr lange dauern. Das heißt, da schickt man tatsächlich noch Anfragen, die auch auf den Zonen-Server ankommen, die auch gerate-limited werden könnten, wenn man das beschränkt. Sind es aber in der Regel nicht in dem Umfang, wo man es da braucht. Aber da arbeitet man, also mit dem DNS, das ist erkennbar an der Stelle der Angriff. Was dann kommt, ist das Hashen. Das ist wie so ein Hashcat-Angriff auf eine Passwortdatei. Das macht man offline. Das heißt, wenn man einmal die Hashes gesammelt hat, die wirkliche echte Arbeit, macht man offline. Dieses Tool, was hier auf DNS-Curve liegt, ist relativ unbrauchbar. Es ist das, glaube ich, einzige wirklich einfach verfügbare. Sprich, wer das momentan machen möchte, wird wohl das verwenden. Das ist sehr ineffizient. Das ist Python. Das benutzt zwar ein kleines C-Programm, um die Hashes zu hashen, aber es ist auch nicht benutzt von Hardware-Beschleunigung, da wird keine GPU benutzt, es werden erst recht keine Bitcoin-Mining-Hardwares benutzt. Und es benutzt auch ein einfaches Wörterbuch, ein bisschen Variationen mit Buchstaben durchprobieren, aber überhaupt nicht auf DNS angepasst. Also zum Beispiel irgendwie, wie man nach bestimmten Rekordtypen suchen, wie Unterstrich TLSA und sowas, ist da nicht gemacht. Nach Sternrekord sucht er überhaupt nicht. Also Sternpunkt irgendwas könnte auch signiert sein, findet er nicht. Da ist noch viel Raum für Verbesserungen. Ich bin jetzt nicht so ganz unglücklich darüber, dass es da keine guten Tools gibt, weil NSEC 3 ist das Beste, was wir haben, wenn wir nicht wollen, dass man unsere Zonen listet. NSEC 5 ist in der Mache, aber ich rechne nicht damit, dass in den nächsten Jahren wirklich
verteilt werden wird. Das ist immer so, weil das zweite verkackt man immer. Ich musste es neu schreiben, bevor ich es weggeschmissen habe. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es einen NSEC 4 Standard gibt, aber NSEC 5 ist der, der momentan die höchste Chance hat, dass er NSEC 3 mal ablösen wird, aber nicht nächstes Jahr und wahrscheinlich auch nicht übernächstes Jahr. Gut, obwohl dieses Tool so völlig unbrauchbar ist, ich habe es mal eine Stunde, nein, ich glaube einen Tag auf die .mil-Domain losgelassen und er sagt mir, er hat 81% der Records gefunden. Das liegt natürlich auch daran, dass die große Fans sehr langer sprechender Namen sind, wie afqmri.mil, was dann das Emerald Mangle vor irgendwas ist. Also sprich, solche Namen findet man natürlich mit so einem Cracking-Tool dann doch noch relativ gut. Wenn man das Ganze auf die DE-Zone loslässt, dann muss man viele Tage rumarbeiten und hat vielleicht 3 oder 4%. Wobei, das war jetzt jemand, das habe ich nicht selber probiert, da gibt es ein Paper von jemandem zu, der hat auch kein spezielles deutsches Wörterbuch dafür benutzt, da wäre es vielleicht ein bisschen mehr, aber natürlich umso länger und umso Bindestriche und so weiter zwischen den Wörtern wird das schlechter und da müsste man ein besseres Tool haben. Was derjenige mit dem Paper auch versucht zu bauen, der hat so ein bisschen Hashcat-Technik eingebaut, aber kann man sich anschauen, wenn das einen interessiert. Ich habe es noch nicht ausprobiert und mal schauen, ob man damit weiter vorankommt, aber im Prinzip, also alle Domains der DE-Zone kriegt man damit trotzdem noch nicht. Und was ich an der Stelle vielleicht auch noch gar nicht erwähnt hatte, im NSEC 3 hatte sich das DE-NIC auch noch gewünscht, dass es eine Opt-out-Option gibt. Das heißt, der NSEC 3-Rekord signiert einem nur die Sachen, die auch DNSSEC geprüft sind. Also in der DE-Zone finde ich mit diesem Verfahren, wenn überhaupt, dann nur die DNSSEC signierten Subdomains, was ein sehr geringer Prozentsatz ist. Alle anderen werden einfach übersprungen von diesen Hashes. Und damit ist es ein komplettes Walken der DE-Zone auch für Spammer durch DNSSEC jetzt noch nicht wirklich möglich. Ja, wer das mal Walking at Home machen möchte und nicht Lust hat, bei den MIL oder GOF oder Ähnlichem auf die Alertliste zu kommen, für den habe ich die runtergescannten Dateien mal bereitgelegt. Das heißt also, die Liste der Hashes, wohlgemerkt, nicht der gehackten Namen, könnt ihr euch hier auf der Insecurity-NU-DNSSEC-Seite runterladen. Wie man sieht, für DE habe ich 98% der Hashes gefunden, das sagt einem das Tool, weil es einfach so viele sind, dass man noch viel mehr Probes machen müsste, also exponentiell mehr Probes machen müsste, bis man die 100 hat. Bei kleineren Zonen wie fbi.gov hat man irgendwann die 100 erreicht, bei .gov immer 99%. NL habe ich gerade mal noch am Scannen, damit ich Bugblue da mal in die Finger kriege, was der für Domains hat. Aber NL hat 2 Millionen signierte Domains, DE so 290.000. Das heißt, bei NL ist das Ganze deutlich aufwendiger, weil die ja schon viel eher mit angefangen haben. Ich glaube, die NL-Zone war auch schon viel länger signiert als die DE-Zone. Und natürlich sind die Länder auch einfach viel fortschrittlicher. Genau, hier steht es doch, hatte ich auf der Folie drauf, dass, also mit dem Opt-out kriege ich eben nur die Sachen, die signiert sind. Wenn ich jetzt eine Domain durchwalke, heißt das natürlich nicht, dass die darunterliegenden auch NSEC 3 benutzen. Das heißt, im Prinzip könnte man für jeden der Hosts, den man da findet, dann testen, also was zum Beispiel unter .gov interessant ist, wo es dann noch mehr Subdomains gibt, dass die Subdomain davon wieder NSEC walkbar ist, wie eben zum Beispiel NASA.gov, und man dann sofort die komplette Liste hat. Da hat der Mensch, der dieses NSEC 3 Walker Tool verbessert hat, auch ein bisschen Experimente gemacht und ein bisschen diskutiert, was er da für Records bei der NASA gefunden hat, die vielleicht nicht für die Öffentlichkeit gedacht sind. Was an der Stelle ganz spaßig ist und ein bisschen gegen dieses Security by Obscurity und so weiter Konzept spricht, von wegen, ich konnte dein Netz ja sowieso scannen. Wenn man Virtual Web Hosts hat, die kann man durch Scannen so erstmal nicht finden. Wenn ich IP-Range scanne und der nicht ein Zertifikat ausspuckt, was mir verrät, welche Namen da drauf sind, finde ich so einen Virtual Host nicht. Über so ein Walking von der Zone finde ich durchaus Hosts, die ich sonst durch einfache Scans mit Hacker-Tools nicht finden würde. Die Google kennt sie trotzdem, weil das alles kennt und eure Browser-History ist downloaded und so weiter, aber so ein normales Scan-Tool würde solche Virtual Host-Names, die nicht der Primary Host-Name sind, die nicht in SSL drin sind, nicht finden. Also von daher ist das durchaus praxismäßig nicht ganz unrelevant. Aber wer es mal ausprobieren möchte, kann sich hier runterladen und wird feststellen, das Tool ist furchtbar ineffizient. Wer sich mit Bitcoin-Mining-Hardware auskennt und da gute SHA-1-Methoden hat, kann gerne mal kommen, können wir mal gucken, ob man das noch effizienter machen kann. Genau. Und was wir jetzt eigentlich wollten, das von meinem Vortrag, das und dann. Also wir sehen, es hat Nachteile, es ist furchtbar, es macht alles kaputt. Was habe ich überhaupt davon, außer dem Spoofing-Problem, wo ich eigentlich noch nie wirklich ernstliche Schwierigkeiten mit hatte, wenn ich nicht Facebook bin. Ja. Also man hat jetzt die Idee gehabt, wir haben da ein hierarchisches, signiertes, vertrauliches Directory. Da können wir doch auch vertrauliche Daten rein. Nicht vertrauliche Daten, sondern Daten, denen wir trauen wollen, reinpacken. Und zum Beispiel eine dieser Daten, für die es eine schlechte Infrastruktur sonst gibt, sind SSH-Fingerprints. Wer kennt das nicht? Er hat seinen neuen Laptop, SSH vom Kongress nach Hause und stellt fest, ist das wirklich mein Fingerprint? Verdammt, ich hatte vergessen, zu Hause zumal zu SSH, ja? Dafür gibt es jetzt SSH-CAs, aber die musst du ja verteilen.
Ja, ist der nicht automatisch. Hiermit kann ich dafür als V-Host-Server-Betreiber kann ich das einfach eintragen und irgendein Kunde von mir kann alle meine Hosts sofort direkt prüfen. Also ich als Betreiber der Domain kann einfach die Records dazu hinterlegen. Also ich halte es durchaus für einen der momentan praxistauglichsten neuen Records, weil die kann man tatsächlich einfach benutzen und für die eigenen Domains tut das dann auch einfach gut. Und wenn ich eben meine eigene Domain dann auch noch mit einem Trust Anchor in meinem Resolver verankere, bin ich auch noch vor VeriSign sicher. Das heißt, das ist dann tatsächlich ein auf die Domain festgenageltes, sicher signiertes Verfahren, um meine Fingerprints zu verteilen. Was ein bisschen schade ist, dass es momentan nur bis ECDSA geht, das heißt, die neuen Curve 4, was auch immer Nummer, Verfahren haben noch keinen Rekordtyp da drin. Ich weiß nicht, ob es das jetzt vielleicht schon gibt, da wäre vielleicht Rekordtyp 5 oder sowas. Also hier sieht man wieder, dass da vorne ist der Typ des Schlüssels, das hinten ist, wie er gehasht ist. Da gibt es momentan einen SHA-1 und einen SHA-256-Hash, das heißt, man legt zwei Hashe zu einem Key ab für den Fall, dass der Client noch nicht so modern ist. Aber genau, für die Verfahren ist eben noch nichts nach ECDSA momentan spezifiziert. Aber das wird sicher jetzt auch dann kommen, weil das ist ja erst relativ neu in OpenSSH drin. Hingegen, diese Verifikation ist schon ewig drin. Also OpenSSH 5. irgendwas kann das schon. Also auch auf eurem Debian 7 oder was ihr sonst an Gammelsystemen haben könntet. Oder am Red Hat 6 oder irgendwelchen Sachen, die seit Jahrzehnten, nein, seit vielen Jahren keine neuen Softwareversionen mehr gekriegt haben, ist das zumindest schon drin. Um es zu benutzen, muss man natürlich einen lokalen Resolver einrichten. Man muss einen Parameter setzen, dass man das prüfen möchte. Kann man eben in der Config machen, oder wie ich es jetzt hier mache, auf der Kommandozeile. Und wenn man es dann ausprobiert, stellt man fest, man wird einfach nicht mehr nach dem Key gefragt. Sondern wenn das alles funktioniert, kommt einfach direkt, entweder man loggt sich mit seinem Private Key direkt ein oder man wird dann beim Passwort gefragt. Wenn es nicht passt, dann kommt natürlich eine entsprechende Meldung, DNS wrong, sind Sie sicher, dass dieser Fingerprint hier schafft. Passt. Wenn man das immer möchte, kann man auch statt Verify Host Key DNS Yes sagen Verify Host Key DNS Ask. Dann wird er einem nur sagen, ich habe das geprüft und es ist okay. Hier ist der Fingerprint, willst du es übernehmen? Das ist ein etwas konservativerer Ansatz, da bekommt man einfach nur die zusätzliche Info. Okay, sieht erstmal gut aus, aber ich tue wie gehabt doch mal mich wundern, der Hexstring kommt mir so komisch vor. Ihr kennt die sicher alle auswendig bei euch. Genau. Was so ein bisschen unschön ist, ich habe noch nicht allzu genau rumexperimentiert, ob ich es doch irgendwie hinkriege, er tut die dann nicht hinterlegen. Also wenn ich den automatisch, also wenn ich mich fragen lasse, dann hinterlegt er. Aber wenn ich es automatisch mache, macht das nicht. Das heißt, wenn ich es einmal, dieses, was ich bei SSH sonst habe, dass ich im ersten Connect angegriffen werden muss und alle danach haben keine Chance mehr, weil dann ist der Schlüssel halt gespeichert, ist hier nicht mehr so. Hier tust du jedes Mal neu verifizieren. Das heißt, wer es doch irgendwie schafft, dein DNS-Sec zu hacken, weil er seinen Resolver umgeleitet hat, weil du eben nicht den CHA++I gemacht hattest oder wie auch immer, kann dich dann bei einem weiteren Connect plötzlich erwischen, weil es nicht bei dir hinterlegt wurde. Das heißt, eigentlich doch besser Ask verwenden, dann wird es nämlich auch in den Known Hosts gespeichert und es ist weiterhin nur für die erste Verifikation notwendig. Aber ansonsten, also benutze ich das für meine Hosts jetzt durchaus gerne und ist auch gar nicht so, also sehe ich jetzt keine großen Probleme mit und ist wirklich hilfreich. Weil wie viele benutzen hier CAs für ihre SSH-Keys? Genau. Hatte ich jetzt irgendwie erwartet. Genau, was gibt es dann noch? Fast ein bisschen das Bekannte, sage ich mal, ist inzwischen DANE TLSA, die DNS-Based Authentication of Named Entities. Das ist einfach gesagt das Hinterlegen von X509-Zertifikaten, wie wir sie kennen, im DNS-Sec. Oder im DNS, aber mit DNS-Sec macht das Sinn. Ohne DNS-Sec kann ich es auch machen, die Records kann ich alle anlegen, auch wenn ich kein DNS-Sec habe. Nur wenn ich kein DNS-Sec habe, macht es nicht Sinn, diese Records zu prüfen, weil sie könnten mit am einfachsten spoofbar sein von allem, was es gibt. Das ist ein relativ, na, ich wollte nicht sagen, ein einfacher, ist eigentlich ein relativ schwieriger Rekord, aber er sieht erstmal einfach aus. Da vorne steht ein Port, ein Protokoll, dann der Servername, TLSA, ein paar komische Zahlen und dann im Prinzip ein Hash. Oder auch anderes, das gebe ich diese Zahlen an, da gibt es ganz viele verschiedene Felder, Certificate Usage, ein Selector und ein Matching Type. Das ginge jetzt hier zu weit, da könnt ihr euch das RFC mal durchlesen. Und wenn ihr es nicht verstanden habt, dann das nächste RFC. Weil da kann man nämlich alle möglichen Varianten machen. Ich kann ein Zertifikat, das von einer CA unterschrieben ist, zusätzlich dort hinterlegen. Ich kann sagen, wofür dieses Zertifikat gut ist. Ich kann verschiedene Hashes dieses Zertifikats in verschiedenen Formaten hinterlegen. Ich kann eben ein nicht von einer CA signiertes Zertifikat hinterlegen. Und das kann ich eben durch diese Flex alle angeben. Und wir haben ein RFC nachgeschoben, was definiert, wie man das Ganze bezeichnet, weil die Leute über zu viel Kauderwelsch geredet haben. Aber generell eigentlich ein gutes Verfahren, weil ich damit eben meine Zertifikate wieder festgenagelt kriege und damit nicht mehr das Problem habe, dass mir irgendeine Firma in NL
DigiNotar oder wie auch immer sie heißen könnte, ein neues Zertifikat ausstellt, von dem ich gar nichts weiß. Bringt allerdings nur was, wenn die Clients für mich das nutzen, was aktuell nicht der Fall ist. Deswegen ist momentan, würde ich sagen, von dem, was benutzt wird, tatsächlich in irgendwelchen Installationen, den für SMTP das verbreitetste. Da gibt es tatsächlich Provider, die das machen. Insgesamt noch eher wenig, aber das gibt es zumindest. Und da muss auch der User erstmal nichts tun. Für dieses Ad-Hoc-TLS-Verschlüsseln zwischen Anbietern. Das heißt, sprich, nach dem Motto so, der NSA ist ein bisschen schwieriger machen. Es ist zwar kein Ersatz für Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, aber besser Krypto als kein Krypto, damit nicht so viel Klartext durchs Netz läuft, kann das helfen, weil ich eben gegen einfache Man-in-the-Middle-DNS-Spoofing und weiter Umleiterangriffe mich schützen kann und eben auch das Zertifikat festlegen kann und auch kommunizieren kann, ja, ich kann TLS, ich habe es mich in mein DNS reingelegt, dass ich es kann. Das heißt, wenn mein Server es dir nicht anbietet, läuft irgendwas faul. Weil das geht bei TLS natürlich immer. Bei Start-TLS-Verfahren, sprich, die keinen extra Port für TLS haben, geht es immer, dass ich das Protokoll einfach unterbreche und dem anderen melde, ich kann gar kein TLS. Hier könnte im DNS sicher nachvollziehen, Moment, der hat aber einen Rekord publiziert. Das kommt mir jetzt komisch vor, dass er aber kein TLS anbietet. Das heißt, da kann man sagen, dann breche ich ab, bounce im Zweifel. Seit circa einem Jahr wird das von ersten Mail-Providern genutzt, auch in Deutschland. Natürlich nicht von denen, die E-Mail made in Germany machen, weil das wäre ja nicht auf Deutschland beschränkt, das wäre ja bescheuert, das geht ja gar nicht. Würde international funktionieren. Wo kämen wir denn dann hin? Da haben wir gar keine Kunden. Nein, ich will da nicht zu sehr lästern. Generell Verschlüsselung gut, aber also das ist eigentlich die Variante, wie man TLS-Verschlüsselung zwischen beliebigen Providern halt hinbekommt. Das Ganze kann ich natürlich auch für HTTP machen. Es gibt da auch extra RFCs, die das beschreiben. Eigentlich ist es nicht wirklich nötig, weil das alles das Gleiche letztendlich ist. Alles X509-Zertifikate da drin. Aber halt ein paar Besonderheiten werden jeweils in RFCs beschrieben. Ist deswegen in keinem Browser in Nix Native vorhanden. Anders als SMTP. Das ist für den Postfix Native implementierbar. Aber so Browser oder Ähnliches, die es für HTTP können, gibt es nicht. Es gibt Plugins für Firefox. Google mag es nicht. Wird es deswegen also in Chrome auch auf absehbare Zeit nicht geben, weil Google, wie wir im Vortrag nach diesem Vortrag, weswegen ich den Workshop verschoben habe, hören werden, andere Sachen propagiert, eben Certificate Pinning und ähnliches, Preloading von Sachen, wo sie meinen, das sei eben die Art, wie ich das CA-System gefixt kriege und dann brauche ich keinen DNSSEC, weil das sei böse und so weiter. Gibt es auch verschiedene Dokumente dazu, warum sie das so sehen. Ist auch nicht alles völlig falsch, muss man sich überlegen. Praxis ist jedenfalls für HTTP, ist momentan das Certificate Pinning und ähnliches der üblichere Standard, wie man seine Zertifikate sicher bekommt. Also sprich, den nächsten Vortrag anhören, nehme ich jedenfalls mal an. Das hier wird ein wenig bringen, weil es einfach keine User hat. Und das Ganze ist natürlich auch so, das geht auch für weitere Protokolle. Zum Beispiel für IRSI gibt es einen Patch, der auch so einen TLSA-Rekord ausliest. Warum auch nicht? Sind einfach X509, kann ich damit runterladen. Gut, was gibt es dann noch? Das nächste natürlich, wo wir ein Problem haben, so Key-Signing-Partys kennt jeder. Wenn ich meine Domain habe, warum nicht meinen Schlüssel in meine Domain legen? Ich kenne viele Leute, die ihre PGP-Keys per HTTPS auf ihrer Webseite downloadbar machen. Das ist auch ein Trust-Anchor, weil dann weiß derjenige zumindest, der Domainbetreiber ist auch der, der den Key bereitstellt. Anders als ein Key-Server, wo jeder einen Key hochladen kann. Problem dabei ist, HTTPS wieder angreifbar und so weiter. Außerdem gibt es ja keinen Standard für, wo liegt der Schlüssel genau. Sprich, ein Mail-Client kann nicht automatisch von HTTPS einen Key runterladen. Kann ich dir nur einen Link schicken. Hier kann man es hinterlegen. Wie genau, müsst ihr euch im RFC durchlesen. Prinzipiell ist es eine gehashte E-Mail-Adresse LocalPart. Sprich, da wird der Name, zum Beispiel Ray at irgendwas, wird dann Ray gehasht, wird dann der Hash hingelegt, OpenPGP-Key und so weiter. Und dann kommt ein Keyring. Da ist dann hexkodiert der komplette Keyring mit allen Signaturen. Muss man gucken, wie groß man den machen möchte. Eventuell auch nicht alle mit reinpacken, weil sonst der Rekord sehr groß wird. Sodass der Empfänger auch noch die Chain of Trust prüfen kann. Aber er weiß jedenfalls, der Domain-Owner hat den Key da reingetan. Also sowas könnte durchaus in Clients mal kommen, dass man sagt, okay, ich habe einen Key im DNS gefunden, der ist sicher, ich habe sicher abgefragt, willst du den benutzen? Damit wäre PGP ad hoc sicher tatsächlich machbar. Und was ja bei Key-Servern jetzt viel bemängelt wurde, da kann dir irgendwer einen hochladen, du kriegst den nicht mehr revoked. Fefe hat das Problem zum Beispiel, viele laden Fefe-Keys hoch, aus dem Key-Server kriegt man den nicht mehr weg. Weil Key-Server sagen, du musst ein Revocation-Zertifikat haben, um den löschen zu können. Da gibt es keinen, ich schicke dir eine E-Mail, dann klickst du drauf, dann wird das gelöscht. Sondern du hast einen Key hochgeladen, musst dir revoken können. Hier, du hast die Zone, du kannst den rausnehmen, ist einfach. Das gleiche gibt es auch für S-MIME, das ist allerdings noch sehr in Entwicklung. Dann ist die Frage, S-MIME ist in mehr Clients drin, PGP benutzen mehr Leute in der Hacker-Welt, sag ich mal. Aber es gibt jedenfalls das gleiche, S-MIME ist wieder X509, der Rekord ist sehr ähnlich wie TLSA aufgebaut, also auch wieder ein bisschen schwieriger als der OpenPGP-Rekord. Aber ja, ist im Prinzip das gleiche Idee, die gar nicht gleichen Vorteile ergeben sich und eben bei X509 wieder das Vorteil, ich habe meinen einen definierten Trust-Anchor, die DE-Zone signiert meine Domain und nicht irgendwelche anderen können für meine Domain Schlüssel ausstellen, was bei S-MIME genauso geht. Bei S-MIME hat man genau wie bei HTTP das Problem, dass jede CA
einem Schlüssel ausstellen kann und im Zweifel auch irgendwelchen Behörden Schlüssel ausstellt, um für die komischen Sachen, die man da kennt. Jetzt hat man noch einen, der was ausstellen kann, aber ich kann dem natürlich auch noch extra, wenn ich es in der Firma einsetzen möchte, kann ich meine Domain da einfach wieder verankern. Das heißt, ich weiß, bei mir innerhalb der Firma klappt das. Oder ich sage, ich traue den Deutschen zumindest mal für .de und so weiter. Irgendwie muss man trauen, aber ich traue nicht mehr der ganzen Welt. Das ist durchaus schon fokussierter, sage ich mal. Weil, genau. So, wir kommen auch schon zum Abschluss bei 5 Minuten. Ein paar Links. Viel mehr Links habe ich auf insecurity.y.nu, den SSEC. Das heißt, da sind die Links, da sind die Download von den Hash-Dateien und so weiter. Aber was man auf jeden Fall machen kann, wenn man es eigentlich den kleinen Test machen, kriegt man das böse Gesicht oder das liebe Gesicht. Und dieser Visualizer, der macht solche Bilder, wie ich sie vorhin auch gezeigt habe. Dieser Key zeigt auf diesen Key, zeigt auf diesen Rekord. Das ist sehr hilfreich und sehr schön, wenn man eben mal gucken möchte, was wurde denn da jetzt erzeugt. Genau, dann noch so ein paar RFCs, das ist eher zum später nachlesen, die in dem ganzen Kontext ganz sinnvoll sind. RFCs lesen ist immer so ein bisschen trocken, aber die sind teilweise ganz praktisch, gerade die Operational Practices. Ansonsten halt die How-Tos lesen, die es massenhaft im Netz gibt. Und wie gesagt, ich warte jetzt hier den nächsten Vortrag noch ab. Und wer dann das Ganze mal zum Beispiel eine Subdomain delegiert haben möchte oder noch kompliziertere Fragen hat oder mir sagen möchte, was ich hier getan habe, ist alles Unsinn, weil Google hat recht. Wir treffen uns um 16.30 Uhr nach dem TLS-Talk gegenüber im Nebengebäude, im ersten Stock, Workshop-Raum 3, so ein kleiner Raum, kann man sich hinsetzen, kann ich euch auch direkt mal so einen Nameserver-Rekord eintragen auf eure Delegation, wenn ihr irgendwo einen Root-Server habt mit einem Nameserver, richtet euch ein Bind09 ein, delegiere ich euch, irgendeine Domain, funky.nu, fertig. Für die Leute, die den Stream schauen, würde ich euch auch noch machen, wenn ihr mir eine Mail schickt oder also das Video nachher anschauen. Genau, jetzt ganz kurze Fragen, die einfach sind noch. Ausführliches bitte im Workshop und ansonsten vielen Dank fürs eine Stunde Zuhören. Gibt es eigentlich für diese Surf-Fail-Geschichte, dass man da eigentlich keine so richtige Information kriegt, DNS-Sec hat jetzt irgendwie gefailt, gibt es da irgendwie einen Grund dafür, dass man da nicht mehr Infos rüberreicht? Ich vermute, der Grund ist, dass es kompatibel bleiben sollte. Dass sie wollten, weil die Resolver-Lib hat gar kein API dafür. Also deine Clients müssen dafür nicht wirklich angepasst werden, dass es funktioniert, weil sie einfach abfragen wie gehabt. Das dürfte der Grund sein. Man kann eben, wenn man sagt, Checking disabled, kann ein fähiger Client ja sagen, ich will es selber prüfen. Dann tust du mit CD-Flag anfragen, bekommst alle Infos, wenn du so eine Software bist, die weiß, was DNSSEC ist. Das machen solche Plugins zum Beispiel. Ja? Keine Frage, kurze Anmerkung. Das TLSI Verifying Plugin gibt es auch für Chrome. Auf der gleichen Seite, irgendwo beim tschechischen Nick, glaube ich, war das. Und das Zweite, du hattest gesagt, Bind mit Inline-Signing ist für einen Einsteiger ganz praktikabel und nimmt einem viel Arbeit ab. Das nimmt einem unter anderem auch das Key-Rollover ab. Und zwar, weil Bind regelmäßig in sein Keys-Directory guckt, ob da neue Keys liegen und ob die gerade gültig sind. Also die haben ja jeweils eine Publish-Time, eine Activate-Time, etc. Es nimmt einem das Rollover, man muss den neuen Key eigentlich nur anlegen, das stimmt schon, aber es nimmt einem nicht so viel Arbeit ab, dass man, wenn man sagt, ich möchte den Algorithm-Change machen und sagen, ich möchte erst nur das RR-Set signieren und dann die Records signieren und sowas, was diese Verfahren vorschlagen, das macht nicht. Das signiert einfach automatisch mit allem, was man ablegt. Das stimmt. Und wenn ich dann jeweils zwei oder mehrere Keys habe, die sich jeweils um 2-3 Tage überlappen, habe ich damit immer sicher in den Caches weltweit meine. Genau, aber man muss halt trotzdem selber noch hingehen, einen neuen Key anlegen. Wenn ich jetzt möchte, dass alle 30 Tage mein Key ersetzt wird, muss ich mir ein Shell-Skript schreiben, was alle 30 Tage einen neuen Key generiert. Fällt bei mir aus dem Cont-Hub, genau. OpenDNSSEC kann das eben einfach, das ist deine Cont-Hub weiterentwickelt. Okay. Also das Bind hilft einem schon, das signiert selber, aber es macht halt nicht selber neue Keys, das meinte ich. Du musst selber, wenn du viele Domains hast, musst du selber hingehen, neue Keys erzeugen. Noch eine kurze Frage oder gerne Anmerkungen? Anmerkungen mag ich noch lieber. Eine Frage. Hast du mal geprüft, wie die Tools, die zum Beispiel den TLSA-Rekord benutzen, ob die alle auch wirklich prüfen, dass das DNS-signiert ist? Weil theoretisch kann ich es ja auch spoofen. Wenn es kein DNS-Sig gibt, kann ich den Key spoofen und der würde dann eventuell akzeptiert werden. Also, ich habe jetzt natürlich nicht alle Tools probiert, aber die normalen Plugins prüfen natürlich, ob deine Antwort DNS-Sig fähig war. Alternativ sagen sie dir, du musst eben da sicherstellen, dass dein Resolver verifiant ist, sprich, du sagst, ich habe die Local, die Resolve-Conf gefixt, ich habe sie festgenagelt und dann käme ja Surf-Fail zurück. Ne? Das heißt, da muss das Tool dann nichts mehr checken. Also das Wichtige ist schon, dass man selber weiß, man traut dem richtigen Server, man hat nicht jetzt Easter Hack WLAN genutzt und hat da einfach einen Resolver. Letzte Frage, dann ist hier 1 Minute aus.
Dann nicht mehr, okay. Also wie gesagt, gerne nach dem TLS-Talk im Workshop-Raum 3, erster Stock, nebenan. Okay.